Weiteren Runde Let's Play Assassin's Creed 2. Wir sind immer noch in Venedig. Die Story hier in Venedig nähert sich langsam, aber sicher dem Ende. Beim letzten Mal hatten wir eines der verbliebenen Assassinengräber gemacht. Eines sollte meiner Rechnung zufolge noch übrig sein. Darum kümmern wir uns aber ein anderes Mal. Heute machen wir mit der Story weiter. Wenn euch das gefällt, was ihr hier seht, dann lasst gern einen Daumen nach oben da. Oder folgt mir hier auf Twitch bzw. auf meinem YouTube-Kanal. Ja, das ist jetzt erstmal genug von dem üblichen Vorgeplänkel. Ich synchronisiere hier erstmal den Aussichtspunkt. Dann gehen wir zum Arzt, holen uns noch ein bisschen Medizin, weil, ja, letztes Mal ist die Mission nicht ganz so glatt gelaufen. So. Müssen wir noch einmal zum Doktor. Und uns Medizin kaufen. Kleiner Spoiler, wir werden noch mal nach Monteriggioni zurück müssen, um Geld zu holen. Jetzt suche ich hier erstmal den nächstbesten Doktor auf. Am besten den ohne blaue Telefonzelle. Und ja, das war ein Dr. Huwitz. Musste mal sein. So. Okay. Da drüben ist der Arzt. Ah! Damit hat natürlich wieder keiner. So. Mal ein bisschen plündern. Ah, sehr schön. Medizin ist zumindest schon mal dabei gewesen. War jetzt nicht so ganz das, was ich vorhatte. Aber das passt schon. Ja, hier offensichtlich was bewacht haben. Lass mich raten, eine Codex-Seite. Jawohl, eine Codex-Seite. Ich weiß, kommt früher später ein Zeitpunkt in dem Spiel oder in der Story, wo man diese Codex-Seiten sammeln muss. Von daher ist das jetzt nicht so schlecht. Da schon ein bisschen im Voraus horten. Gerade einmal hier rüber. Edle Preise für edle Waren. Rüstungen wie für einen Kaiser. Kommt, Freunde. Ich habe heute. Macht's gut und gute Besserung, Amico. So, jetzt aber. Auf zur Story-Mission. Wo müssen wir überhaupt hin? Genau da vorne. Ihr bekommt hier ausschließlich Meisterwerke der Schmiedekunst.
Auch wenn ich diese Federn hasse, ich sammle sie trotzdem mal ein. Ich glaube, ich habe noch in keinem meiner Assassin's Creed 2 Durchgänge jemals alle 100 Federn freiwillig gesammelt. Hat auch damit zu tun, dass in der direkten Fortsetzung Brotherhood selber keine Rolle mehr spielt, weil da wird von ausgegangen, dass man es gemacht hat und ja, das war's. Ja, das könnt ihr mir schon ruhig folgen. Na gut. Da seid ihr ja. Kommt, Ezio. Ich möchte euch einen Geschäftspartner vorstellen. Agostino Barbarigo, zukünftiger Doge von Venedig. Dank euch. Eine große Ehre, eure Bekanntschaft zu machen, Doge. Der Verlust eures Bruders tut mir leid. Er ist selbst schuld. Er wurde von den Borgia gekauft und bezahlt. Ein Fehler, den ich sicher nicht machen werde. Kommt, Ezio. Wir haben viel zu bereden. Wir haben Silvio Barbarigo gefunden. Er floh ins Arsenale. Ha! Floh! Er hat es besetzt. Mit 200 Söldnern an seiner Seite. Ihr seid der Doge. Könnt ihr ihn nicht befehlen, aufzugeben? Das Kollegium der 41 muss meinen Aufstieg erst noch bestätigen. Und der Streit mit Silvio hat die ganze Sache nur noch schlimmer gemacht. Er hat den Befehl über eine ganze Armee. Dann helft mir, meine eigene aufzubauen. Ich dachte mir, dass ihr das sagt. Bartolomeo Dalviano ist der Mann, den ihr sucht. Er und seine Männer hassen Silvio. Er wohnt mitten im Militärbezirk, südwestlich des Arsenale. Va bene. Ich gehe und suche ihn. Gut. Schmied wäre nicht verkehrt. Denn durch die kleine Begegnung eben ist unsere Rüstung leider ein bisschen angeschlagen. So, wo sind wir überhaupt? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Dann gehe ich mal den Schmied hier vorne. Wir sind wieder unbescholten. Sehr schön. Während eines Festes in San Polo hat der Doge verfügt, dass die Herstellung von Feuerwerkskörpern bestimmten Normen unterliegen muss. Die Gilde kann euch die entsprechenden Listen vorlegen. Jeder hat sich an diese neue Regelung zu halten. Sind wir überhaupt richtig?
Müsste eigentlich sein, ja. Ah, okay, ich mache hier mal den Schmied. Der ist nämlich deutlich besser. Also deutlich näher. Verkaufen tun sie alles das Gleiche. Okay, neue Rüstung können wir noch nichts kaufen. Ach, das ist aber jetzt nicht so schlimm. Da, nimm mein Geld. Shut up and take my money. So. Pflege für alle. Liebe Leute, so, fast geschafft. Ihr seid einer von Bartholomäus' Männern. Was ist passiert? Wo ist er? Silvius' Männer griffen an, brachten ihn tiefer in den Bezirk. Nördlich von hier. Requiescat in pace. Dann suchen wir mal den ollen Bartholomeo. So, top. Oh, 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 oh. Ja, bin ja schon weg. Warum Venedigs Stern verblasst?
Neuigkeiten aus Übersee. Es gibt Gerüchte über Unruhen in den Rängen der Ottomanen. Heute treffen sich der Dojo und die Zehn, um einen Handlungsplan zu beschließen. Händler sollen zunächst jeden Handel in der Ägäis einstellen. Nur einen kleinen Moment. Haben wir uns schon mal getroffen? Schick mich da den. Also ich höre ihn zumindest schimpfen. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie das Signore Carpaccio nicht mehr verfügbar ist. Glaubt ihr denn, ich wisse nicht, warum ihr mich angekettet habt? Glaubt ihr, ich wisse nicht, wer an Silvios Fäden zieht? Ich habe dieses Wesen von einem Herrn schon bekämpft, als die meisten von euch noch gar nicht geboren waren. Also ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ach, da... Okay, ich verstehe. So. Das wurde aber auch Zeit. Ich weiß nicht, ob ich euch küssen oder ohrfeigen soll. Vielleicht beides, zur Sicherheit. Ihr habt völlig recht. Wer seid ihr? Ich bin Ezio Auditore da Firenze. Ich bin hier, um euch zu retten. Mal sehen, wer am Ende wen rettet. Was meint ihr denn? Da unten. Haltet sie. Muss. Ich habe leider keine anderen Gadgets dabei. Endlich wird die Sache interessant. Was für ein Spaß! Loslassen! Wurde auch Zeit. Wir sollten los. Korrekt. Da sind noch Köpfe zum Einschlagen. Vielleicht sollten wir versuchen, Konflikte zu vermeiden. Gerade ein bisschen Nachschub gekauft. Habt ihr Angst? Nein, es ist nur, dass sie uns 100-1 überlegen sind. Wie ihr wollt, Bellamia. Achtet auf den Großen. Er wird Dante genannt. Die meisten von Silvios Männern können nichts, aber er bedeutet Ärger. Das ist aber nicht derselbe Dante, der uns bei den Festspielen bzw. beim Karneval, bei den Wettbewerben, die Medaille geklaut hat. Wie ich dich vermisst. Silvio hat seine Leute geschickt, um euer Haus zu plündern. Bereitet euch für den Kampf. Schon passiert. Bartolomeo ist immer bereit. Komm, schauen wir, was du kannst. Endlich wird die Sache interessant. Was
So. Ah, Geld. Nicht, dass wir schon genug hätten, aber her damit. Geld, Geld, Geld. Ich brauche Geld. Oh, mit wem legt er sich da jetzt schon wieder an? So. Hier lang. Mir nach. Wenn ihr euer Leben liebt, gebt ihr auf. Niemals! Was ist das Leben wert, wenn man nicht frei ist, hä? Ich gehe nicht in den Käfig zurück. Dann werdet ihr hier sterben. Tötet sie! Was haben die hier nur angerichtet? Bianca, hoffentlich geht es dir gut. Cool. Dann nehmen wir hier gerade noch mal den Aussichtspunkt mit. An alle Händler, die mit Gewürzen aus dem Osten handeln. Ein neuer Zoll wird erhoben, um die Kosten der Instandhaltung des Arsenale zu finanzieren. Es gibt einige Ausnahmen. Bitte lest die Verfügung, um zu sehen, ob ihr abgabepflichtig seid. Ah, Venedig bei Nacht. Katalog für Bucher und unlautere Geschäfte in Venedig wurde überarbeitet. Die neuen Strafen wurden als Zusatzartikel den entsprechenden Gesetzestexten hinzugefügt und können in allen kommunalen Behörden eingesehen werden. So, dann war es das erstmal für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Beim nächsten Mal machen wir hier an der Stelle weiter und schauen, dass wir die Venedig-Story dann endgültig abschließen. Viel ist es nicht mehr. Die Hauptstory ist so gut wie durch, sobald Venedig vorbei ist. Dann kommt, glaube ich, noch ein kurzer Abschnitt in Rom und ja, dann sind wir auch durch. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann folgt mir hier auf Twitch oder auf YouTube. Danke fürs Zusehen. Bis dann und ciao, ciao.